endlich wieder in Los Angeles. Ja, unsere Lieblingsstadt, kann man quasi so sagen, glaube ich. Und der Benny ist auch dabei. Ja, Mann, back in L.A. ist so geil. Back in L.A. Aber natürlich nicht nur. Der Benny ist ein super viele YouTuber. Die werdet ihr in den Videos jetzt auch noch kennenlernen oder sehen, wer alles dabei ist. Lasst euch mal überraschen, ja, das wird richtig cool. Jetzt aber erstmal völlig fertig ins Hotel. Und falls ihr die anderen Los Angeles Videos noch nicht gesehen habt, wir sind ja schon super oft hier gewesen, schaut doch einfach mal in der Beschreibung vorbei. Da könnt ihr auch noch richtig und nochmal richtig viel euch reinziehen von Los Angeles. Jetzt aber erstmal diese Videos und ich hoffe, ihr seid aktiv dabei. Oh, da kommt ein Auto, wir müssen weg. Jo, kleine Speisung hier im Moment. Und jetzt kann ich auch mal sagen hier, wer ist dabei? Ist der Benny, der Brammen, die Space Frogs, oder? Der Boris und die Anna und ich. Und jetzt gibt's was Leckeres zu essen. Und da, boah, wir sind schon gut fertig, muss man sagen. Aber wird geil. Wird geil, oder Freunde? Wird geil? Was? Was für eine Motivation hier. Was ist denn hier los? Das es gibt Nutella Cheesecake. Das ist ja richtig essig. Tja, liebe Freunde, so schön der Start jetzt hier auch war, so ist mir doch eines aufgefallen, was ich vergessen habe. Und zwar meinen Laptop, Adapter und allen möglichen anderen Kladderadatsch. Katastrophe wirklich. Jetzt kann ich mir hier einen neuen Laptop kaufen, der natürlich nicht gerade wenig kostet. Das ist super nervig. Ich Idiot. Ja, dumm gelaufen, Mann. Dumm aber gelaufen, wir machen das Beste draus. Ja, ein bisschen schief gegangen jetzt der Reisestart alles. So, jetzt muss ich mir hier Adapter kaufen, Laptop und alles neu. Endlich, das Leben geht wieder bergauf. Ich habe den Stuff gekauft und jetzt geht's rüber zu Ubisoft. Denn da sind wir eingeladen, um ein paar richtig geile Games anzuzocken. Wie zum Beispiel Assassin's Creed, Far Cry und was da noch so Geiles kommt. Also, ihr kommt natürlich mit. Schief gelaufen, jetzt wird es endlich richtig geil, denn jetzt gehen wir zu Ubisoft, die Pre-Partys, die Pre-Shows von der E3 quasi. Und wir werden jetzt Assassin's Creed, Far Cry und sowas uns alles anschauen, mal sehen, was wir capturen können. Frust Lorenzo gegen den Pockel, Benny. Aber ich bin hier nicht alleine, sondern die Space Frogs sind wieder am Start. Und der gute Bram ist auch dabei, der Boris geht auch hier. Wie wird der Star heißen? Zack, sind auch alle da und wir gehen jetzt mal rein. Kommt mal mit. Wir setzen uns jetzt erstmal hin, essen was gemütlich, ja, und dann wird fett gecaptured. Da sieht man auch schon, der Benny auch schon fleißig am Reinspachteln. Ja, lecker, Benicio. Nimmst dir mal erstmal ein Würstchen Kartoffelsalat. Was sind das Barbecue-Würstchen oder so? Die sehen schon ein bisschen creepy aus, ne? Da ist irgendwas drauf. Aber irgendwie könnten die geil sein. Probier doch mal, beiß mal gerade rein, komm. Mach mal Test on the Fly. Test on the Fly. Rein damit. Heiß, heiß, heiß. Und eine Wurst hat er öfter im Mund. Ja, Barbecue. Lecker. Geil, dann nehme ich das Ding auch mal. Das Coole ist, wir können auch ein paar Gameplays aufnehmen. Die kommen dann in den nächsten Tagen auf dem Kanal. Und jetzt gibt es erstmal eine Runde. South Park, der zweite Teil, The Fractured But Whole. Sehr interessanter Titel. Wollen wir schauen. Der ist so abgedreht, aber richtig lustig auf jeden Fall. Natürlich wirklich der South Park Humor ganz klar included. Ah, da ist die Atombombe gezündet. Bam! Oh, no, stop. Let's just talk. Was geht? Lap Dance complete. Ja, das war ein Erfolg. South Park, The Fractured But Whole haben wir gerade anspielen dürfen. Und ich durfte was capturen, das kriegt ihr dann die Tage. Vielleicht schon alsbald, schaut doch mal am Channel vorbei. Vielleicht ist das ja schon da, das Video. Ich muss sagen, das Game ist einfach nur mega, mega lustig. Ich habe mich weggelacht. Wir waren unterwegs unter einem Stripclub. Da müssen wir auf YouTube irgendwie wahrscheinlich noch irgendwas markieren, damit wir da nicht die Nippel wieder zeigen, auch wenn die nur South Park-mäßig gezeichnet sind. Ich weiß nicht, ob das so ganz egal ist. Werden wir aber alles rauskriegen. Auf jeden Fall lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal auf meinem Channel gucken. Vielleicht kommt es dann gerade oder ist es morgen da oder es war schon längst da, wer weiß. Das Schöne ist, hier an diesem Loft von Ubisoft gibt es auch eine richtig coole Dachterrasse. Da will ich mal hingehen, weil da hat man einen sehr schönen Blick über Los Angeles, liebe Freunde. Alter, das ist ja richtig, richtig geil hier. Hier bleibe ich.